Laben. Ist nicht was mich gierig. Ich bin nicht gierig. So bin ich nun mal. Ja, da hockt schon wieder ein Zombie im in der blöden. Pfeil, Bandagen, Makarov-Magazin, alles solche Sachen, die man nicht braucht. Das war ich, das war ich. Ein Zombie stand da vor der Tür. Hat genervt. Einmal gegenlaufen, bis es. Was? Er soll doch unsere lieben Mitbürger in Ruhe lassen. Machen sollten wir. Die bauen doch was von uns. Wir rennen doch nicht zu denen. Ah gut, das klappt so wirklich krumm mit dem an die Tür laufen und dann. Mhm. Da drin ist nichts gespawnt, ich komme einfach wieder zu euch. Wo seid ihr, am Wasser oder? Ja, guck mal unten am Wasser hin. Mhm. Weil hier unten sind dann auch nochmal so ein paar Hütchen. Ah, da ist es. Militär. Mit Kia-Werbung. Darfst du nicht zeigen, Olli. Ah, ich krieg ja kein Geld dafür. Man darf nur die Werbung am Anfang sehen. Also immer schön den Adblocker ausmachen. Genau. Aber wisst ihr, was ich gerade sehe? Rechts von uns da über die Straße, da ist der Mond im Himmel, ey. Das ist das erste Mal, dass ich in dem Spiel den Mond sehe. Wo bist du? Wo seid ihr? Ach, guck mal, da vorne seid ihr. Ihr seid ja gar nicht beim Haus, du Lügner. Nö, ich hab doch gesagt, wir sind weitergegangen. Ja. Die Straße entlang. Ja, das ist auch da oben den Mond, der ist doch mal voll krass. Vor allem ist er hochauflösend, ey. Qualität vom Feinsten, ich freu, ja. Auf was ich mich freue, ist Arma 3 und Standalone. Die Grafik, die ist einfach nur so. Oh! Und vor allem ist es, die Performance ist besser als bei Arma 2. Okay, ich kümmere mich dann jetzt mal um die ersten Zombies. Na lol! Lauft um euer Leben, sie rennen! Ja gut, okay, ich werde sie mir mal mit hinterherziehen. Ich wackel zu sehr, als dass ich schießen will. Kommt mit mir mit, wir gehen ein Haus und lassen da die ganze Zeit die Sau raus. Ich guck euch nur zu, wie die Zombies euch verfolgen. Hier liegt eine AKS-74U. AKM-Magazin könnte ich gebrauchen. M203, Flair und... Lol, guck mal, was der Butcher geschrieben hat. I fuck your mother in ass, okay? Ist einer, der kein Englisch kann. Ah! Hör auf, Zombie! Ein Set hab ich. Ich blute. Scheiß Bluter. Könnt ihr aufhören zu mir zu kommen? Ich muss mich... Oh, sind's? Achso, hallo. Nö. Warum hab ich eigentlich... Ich frag nicht. Ich frag nicht. Warum was? Nicht? Weil ich, los? Ich hab... Warum hab ich bei dem Pistolenmagazin ein M203 HE? Das Ding hab ich noch gar nicht aufgehoben. Scheiße. Ja komm, ich sollte auch zielen. Ich bin so gewohnt in letzter Zeit im Third Person zu schießen. Guten Morgen. Alter, bis ich den hier mal treffe. Oh, wisst ihr was? Wenn ihr eh alle BDO immer wieder mal so Scharfschütze mehr in der Hand habt, dann kann ich auch ruhig die AK nehmen, weil für die AK habe ich noch ein bisschen was in petto. In die petto. Nee, ich habe jetzt insgesamt 7 Magazine gerade. Wart ihr schon drin? So, 30 Schuss geladen, 6 Magazine übrig. Wart ihr schon drin? Macht ziemlich viel Schuss. Nö. Hier ist auch nichts Besonderes außer ein Painkiller. Und ich huste immer noch, ey. Egal. Nichts zu tun, weiter geht's. Sind eh noch 1,6. Nicht mal viel. Auto, wo bist du? Ich vermisse unseren UAZ-Chroma. Wir haben den ja einfach da stehen lassen, den UAZ, ne? Auf dem anderen Server. Ja, was soll's. Hätte mich kaputt schießen sollen. Ich bin nicht so nett und übergib mein altes Auto. Kommt einer hin, weißt du, denkt sich auch, oh, da gibt's garantiert Medical Loot, ich verblute grad, ne? Kommt dann hin, oh, da ist ein Auto, ich nehme lieber das Auto als Bandagen zu suchen. Ich hab ein Auto unter Arsch, endlich zuerst mal, boah. Okay, das war's, ich fang nochmal neu an. Ich geh das Auto nochmal suchen. Ich suche mal nochmal das Auto. Warum hab ich nicht vorher auf die Karte geguckt, ich Idiot? Viel Spaß beim Finden. So, okay, was haben wir denn hier Feines? Ich gehe in ein Haus. Welche Stadt ist denn das?
Und benutze das Scheißhaus. Das ist... Achso, Victoria. Oder Victorin. Victorin. Victorin wie Amphetamin. Wenn man raus und sieht das N aus wie... Oh. Oh, guck mal. Ganz viele Zombies. Oh, guck mal, ein Chroma. Ich bin nicht der Chroma. Was bist du denn? Oh, Zombie. Ein Survivor. Lol, zwei Schüsse reichen. Nee, das war es jetzt nicht. Ich wollte unbedingt noch auf Rombo-Style machen, aber ich habe nicht immer getroffen dabei. Mein Haus. Dein Haus. Scheiß Haus. Jetzt höre ich dich. Aber die Nacht sieht relativ hell aus bis jetzt. Ja, gefällt mir. Das ist so Schwarz-Weiß-Style. Sieht gut aus. Wir haben ja wenigstens ein bisschen was auf dem Server gemacht. Und falls ihr wissen wollt, welcher Server das jetzt hier gerade ist. Ich drücke auch I. Da steht's. Vileya-Server, immer noch die besten der Set-Server, finde ich, von der Performance. Oh, das war Schleichwerbung. Scheiße. Ja. Jetzt muss ich die anschreiben. Ey, ich will mein Geld! Gib mich Money! Aber apropos Server. Guck mal hier, ich hab schwarzes Blut. Chroma, apropos Server. Wir werden eventuell bald einen eigenen Server haben. Eventuell. Sind noch zur Zeit am Überlegen, ob wir Shenarus, Linke oder Pantera nehmen. Schreist oder nicht nur so raus. Was soll ich denn nicht raus? Ja, tut mir leid. Was so. Machst du? Platz sparen. Drei Schuss nehme ich nicht mit. Dann kann ich nämlich das letzte Magazin rausholen aus der Tasche. Jetzt habe ich wieder 30 Schuss, 6 Magazine. Noch 1,6 Kilometer bis nach Corazon. Corazon. Also wenn ich Corazon sage, denke ich immer wieder auch irgendwie an so eine Bionade-Werbung. Weiß auch nicht warum. Wie komme ich immer wieder auf Bionade? Hast du auch die quietschende Tür gehört? Ja. Oh, jetzt habe ich einen Vogel gehört, der hat mir nachgezwitschert. Ich auch. Aber fand mich süß. Nochmal auf das Corazon zurückzukommen, ich kenne das irgendwo anders her. Alles klar. Alles klar. Nee. So, was liegt denn hier? Daran habe ich aber nicht gedacht. aber ansonsten, Kaisone kommt auch noch nahe. Mhm. Warum fällst du nicht einfach um? Doch. Was ist das? Guck. Olli, komm mal her. Bleib mal so stehen. Bleib mal so. Guck mal so in meine Richtung mit. Okay. Ja, gut. Komm mal hier so hin. In die Richtung, wo ich gucke. Ja, jetzt so zu mir lehnen. Gute Freunde. Die besten Freunde. Den Patrick und SpongeBob. Und zurück. Zurück, genau. La 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 la. Guck mal links neben uns. Der will auch ein bester Freund sein. Pilo muss die ganze Zeit sich mit den scheiß Zombies halt befassen. Da kriecht noch einer. Hinter euch. Ah! Wollen wir dann mal langsam weiterziehen oder wollen wir weiter einen auf Rambo machen? Rambo. Guck mal da hinten der Zombie. Oh, Chroma, nicht ins Visier laufen. Rambo Team. Wow. Chroma! Wir sterben, lass mich! Guten Tag! Ups, guten Tag! Hab's nicht drin, ne? Guten... Okay, ich muss wie's anvisieren, so guten Tag! Guten Tag! Guten Tag! Hier liegt einfach nur eine guten Pistole Tag. Drin ohne Munition, das heißt, hier war jemand und hat sich den Mist geschnappt. Ich kann nicht mehr zielen! Guten Tag! Ah! Oh. Ein Schuss noch! So! Und selbst wenn Chroma... Dann ist das schon über alle Berge. Ja, aber das ist ja nicht so wie im Marzett. Das Zeug bleibt ja nicht liegen. Das despawnt und dann kommt neue Sachen hin. Chroma? Ja, ich bin in einem Haus drin und hol mir gerade was zu essen und zu trinken. Eventuell suche ich auch nach einem Heatpack. Ich gehe auch mal in einem Haus. Oh, da wurde wer gehittet. Hat er dich angesabbert? Ja. Du wirst mich an. Komm mal hier rein, ich knall dir dann ab. Wo seid ihr denn? Ich will auch reinrennen, damit ihr mich abknallt. Ah, ich seh's, Mündungsfeuer. Seid ihr in der zweiten Etage drin? Nee. Hey. Hallo, Zombie, du bist aber süß, tot. Ach, da seid ihr. Du bist noch süßer, tot. Oh, sorry, oh. Tot. Ah, ich weiß nicht, wo ich hingehen soll, dass ich nicht schießen wollte. Scheiße, das ist so ein Weg. Scheiße. Hier ist auch noch einer. Wo kommst denn du her? Bist tot. I give you a bandage. I bandage you. Wie schaut's denn jetzt hier gerade wieder aus? Ja, dann eben nicht.
Gut. Wie viele Spieler sind gerade drauf? Also so brauchst du Painkillers? Zitterst du, Chroma? Was? Warte mal, lass mal gucken. Hey, du hast recht. Weißt du das noch? Weil ich gescrollt habe, da stand Give Painkillers. Hallo, du, soll ich die Painkillers geben oder hast du welche? Nee, ich zittere nur vor deinem riesigen... Guck mal, ich zitter auch. Und sag nichts dazu. Nein, ich hab selber, danke. Hab genommen. Ja, siehst du, und jetzt habe ich bemerkt, dass dein Spiel doch nicht so groß ist. Und jetzt zittere ich nicht mehr. Ist das nicht eine große, schöne, tolle M16, die ich dir mitgebracht habe? Oh, fuck it. Nachladen. Ja, du bist so sozial, Uli. Ja. Wollen wir da mal weiterziehen? Ist das nicht so eine schöne DMR? Die ist schön voller Blut. Wo hast denn du die her? Hast du eine Leiche gerissen? Nicht möglich. Kann gar nicht sein. Hier ist nix. So was tun wir nicht. Nee, wir töten keine Leute. Nein, nein. Wir tun nur so. Chroma, du hast einen Fleck am Fuß. Ich schieß ihn mal weg, ne? Ja, mach mal. Piu. Ich weiß noch, als ich gestern einfach mal jeden, der mir gefolgt ist, ein Bein gebrochen hab. Oh, das war schön. Warst du da dabei? Wo? Wo ich Harry und Chris die Beine gebrochen hab. Als sie mich... Ich glaub schon mit der Axt. Oder? Nee, mit der Double Barrel. Oh. Das war ich. Warum hast du geschossen? Weil ich nur 3 Schüsse im Magazin hatte und genauso wie du da bin. Ja, weil das muss nicht sein, ne? Diese 3 Schuss und dann hast du einen Spieler vor dir, um es nachladen. Genau. Super. Ich fühle mich nass und feucht. SOE, hier ist einer von dem Server, vom Server-Chefs, denke ich mal, Extreme. SOE, das ist doch ein SOE-Server gewesen, ja. SOE, der Set-Server steht da. SOE, der Set-Server, ja, das ist von dem Plan hier, der Server. Mhm. Noch 1 Kilometer ungefähr. 1 Kilometer für alle Klugscheißer. Oder besser gesagt, 1,1. Ich hab genau die Kreuzung davor markiert. Das sind jetzt 900. So, und dann sind wir bei meiner Meterangabe genau mittendrin in Corazon. Corazon. Kalgon. Guck mal, hier rechts sind wieder Baracken. Chroma. Meister Opropa. Da rechts sind wieder Baracken. Jetzt können wir anfangen. Okay, jetzt haben wir uns ziemlich viel Schleichwerbung gebracht. Jetzt können wir nochmal weiterspielen. Planet Key. So, noch mehr Schleichwerbung. Das hat das bitte schön mit Textilauffrischern und ähnliches. Da kann man auch sowas kaufen. Sag doch einfach nur Fibres, damit du beim Thema bleibst, bitte. Ja, aber die Keys, die kannst du dir ausdrucken und dann hast du ein Tuch. Kannst du dir unter die Arme schmieren und das riecht dann besser? Genau. Ach so. Das riecht dann nach Druckerfarbe. Also frisch aus dem Drucker direkt unten dran hängen. Silent Bang wurde aber auch in Hiroshima getestet, ne? Und? Ja, hast du nicht gesehen, den Gurknall? Silent... Und es ist weg. Der Dreck ist weg. Alles ist weg gewesen. Egal, ob Dreck oder nicht Dreck, das ist auch richtig krank, oder? Für Regen und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt und Apotheker. Hallo. Oder Lingo-Island-Spezialisten. Sag mal, wie kommt man denn hier rein? Da vorne. Die Mautstelle, die persönlich auf der Insel? Da vorne ist ein Eingang, Chroma. Da steht nur ein Turm. Ja, genau, an dem Turm ist ein Eingang. Ich glaub's nicht. Hast du noch eine Granate? Nee, ne? Mach uns selber einen Eingang. Ich glaube, ich habe einen im Inventar, hinten im Rucksack. Ja, das ist auch bescheuert hier gemacht, ehrlich. Wie so ein riesiges Arbeitslager. Ja toll, guck mal, hinter der Mauer ist nix. Ja, aber hier ist was. Da hinten sind Baracken. Willst du da nochmal hin? Mhm. Okay. Vielleicht finde ich ein Magazin für mich, AKM und so. Oh, ich habe Durst und Hunger. Ich sollte mal kurz anhalten und... Mach Om Nom Nom und trink. Ja. Nee, schlürf. Und stink. Genau. Noch 500 Meter, dann sind wir in... 700. Genau, an der Kreuzung. Also ich habe mir die... Genau die drin. Ich hab direkt das davor markiert. Ich weiß es doch. Ja. 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 So. Da kommen sie, die Zombies. Ach, da vorne. Aber das ist, dass diese blöden Medic-Loots weg sind, das regt mich sowas von auf. Chroma baut Antibiotika. Chroma stirbt. Jetzt erzähl nicht immer so eine Scheiße. Doch. Ich sterbe nicht. Guck mal, stirbt.
Chroma kann nicht sterben, Chroma muss let's playen. Ich geh in das andere Ding. Sag mal. Stirbst du jetzt? Bandagen sind hier. Und hier ist... genau was für mich. AKM-Magazin. Hockst du in mir, du... Oh. Pilo? Ich dachte, das wäre ein Zombie. Gut. Das machst du aber fein. Oh, was ist denn das hier? Hat jemand von euch eine AKM? Ja, der Olli. Ja, hier in dem einen Raum liegt AKM. Ja, ich gehe da dann gleich rein. Das erste Haus, ne? Mhm. Ah, da, wo du rausschießt. Hallo. So viel AKM-Magazine für mich. Danke, Chroma. Du wolltest dich nur einschleimen, oder? Ich mich einschleimen? Ich glaube, sie zackt es hier. Essen, DMR-Magazin, fertig. So. Warst du hier schon drinne? Ja. Gut. So können wir dann unser altes Tier verfolgen, gut. Yep. Ja, wäre ich mal ganz dafür. Du Zwecks auch mal was Essbares finden. Genau. Ich hab was Essbares im Rucksack, lol. Ja. Ist doch die armen Wolken in Ruhe. Sie regnen, sie meinen nur für uns und ich finde das nicht toll. Die sollen aufhören. 500. Kriegt der Himmel, greift sie an. Holt die dunklen Wolken und die hellen Wolken. Mach mal Yin und Yang. Da ist unser Verbündeter. Der Mond. Ja, da andere Seite. Auch, da kackt sich doch auch gerade nur. Guck so. Was guckt er denn so? Mondgesicht. Aber haben sie extra schön nachgemacht, ne? Gerade. Ist nicht irgendwie so ein Fantasiemond, sondern wirklich nachgestellt. Cool. Ich habe hier vorne gerade was gesehen. Und zwar? Rechts von uns. Ist jemand im Busch reingelaufen? War das jetzt ein Tier oder ein Spieler? Wir werden es gleich sehen. Ja, und ich huste. Perfekt. Hier ist irgendwas in Schwarzkreid reingerannt. Ich glaube nicht, dass das ein Tier war. Das war ein schwarzer Bär. Lauf! Na gut, hier mal weiter. Also... Ich weiß nicht, ob das der Vater Morgana war, aber ich bin froh, dass ich es aufnehme. Dann kann ich es mir zum Schluss nochmal angucken. Pilo? Pilo? Komm mit, komm. Immer schön bei uns bleiben, sonst verlieren wir dich noch. Na Quatsch. Wir wollen dich doch nicht verlieren. Das wird, wir verlieren dann die Orientierung, weil wir Pilo nicht mehr haben. Wir stehen dann da. Wo müssen wir? Nein. Oh, guck mal, wie schön der Kompass leuchtet. Ja, ich weiß. So schön grün. Hm? Apropos wegen verlieren, Olli, ich kann dir ja jetzt wieder was vorhalten, aber... Was willst du denn? Nicht in der Aufnahme, nicht in der Aufnahme. Um was geht's denn? Ich sag... Um die Aktion von letztens. Was für eine Aktion? Tut mir leid. Ich glaube, Chroma war ja gar nicht dabei. Chroma war da doch unterwegs mit seinem Auto. Der hat dann bloß gesagt... Lol. Und dann? Ihr seid dann, so doof. Dann war Pilo tot. Lol. Ihr seid so doof. Also tut mir doch leid. Jungs, hier sind ein bisschen vier Zombies da hinten, finde ich. Ja. Ja, hier müsste bestimmt einer sein. Töten! Ja, und nicht, wenn ich so rumhuste. Wie schnell bin ich da weg, hä? Überleg mal. Zweimal schießen, da bist du tot. Ja, ich würde sagen, ich und Isaac, wir gehen rein und du nimmst eine DMR und bist mit Rasen Sniper. Oder du hältst Abstand von uns. Geh oder beides. Weg. Hau ab, wir brauchen dich nicht. Du hustest uns zu viel. Bist krank. Habt ihr gehört? Ja. Ich bleib einfach hier und guck mir die Außensachen an, aber bleib nicht in meiner Nähe, darum geht's mir. Okay. Weil wenn ich dann schon sterbe, ist mir zwar egal, dann würde ich sagen, nicht alle oder wir bleiben extra alle zusammen, haben wir dreifache Feuerstärke, mir ist das egal. Ja, dann bleiben wir einfach zusammen. Wir bleiben zusammen, gut ist es. Ich mag dich nicht allein lassen. Ach, guck mal, wieso? Hier ist eine Baracke direkt vor uns.
Warum willst du mich nicht alleine lassen? Weil ich dann wieder die ganzen Kills klaue, wie auf Pantera? Hä? Auf Pantera bei den ganzen Kills war ich gar nicht dabei. Da habe ich gar nicht mitgespielt. Doch. Nee. Als wir von dem Idioten verfolgt wurden. Nee, da bin ich, da war ich woanders. Hier liegt nichts drin, ne? Nö. Wir waren die ganze Zeit in der Nähe gestanden und jetzt geht ja gar nichts. Ich habe die beiden mit der FN-Fall geholt, als ich online kam, Koma. Da warst du nicht dabei. Lol. Da kamst du ja später hinterher. Ach so, ja, stimmt. Weil wenn wir beide immer zusammen spielen, dann killen wir entweder beide welche oder es wird aufgeteilt irgendwie. Komischerweise. Genau. Wir sind ein altes Ehepaar, das nervt langsam. Und wir kriegen das garantiert wieder voll dick reingedrückt. Aber hier vorne ist eine Hütte, da ist was drin, da will ich hin. Glaube ich jedenfalls, dass was drin ist. Oh, ja. Zombies. Der Revier. Oh, so viele, Alter. Ich höre die alle nur schreien. Was geht denn? Waren, glaube ich, nicht so viele. Alter! Okay, ich muss schießen. Junge, da stand auf immer einfach eine Bude. Open Door? Open Door. Ach, guck mal, Reifen. Hat wer Platz? So, da kennen. Wenn wer Platz hat für einen Reifen, da drin ist ein Reifen. Warte. Also in diesem Garagendingen. Ich mache jetzt was anderes, ich bin mal ganz gemein. Jetzt immer. Bruch. Ah, verdammt. Ich guck hier durch die Decke, ich geh mal hier hin. Zack, fertig. Und weiter geht's. Juhu. Wo seid ihr jetzt hin? Ich bin oben auf dem Dach gerade. AKM mag braucht keiner von uns, ne? AKM? Olli. AKM brauch ich? Wo bist denn du? Dann nehme ich sie mit. Okay, dann nehme ich sie gleich aus dem Rucksack. Wenn du da Platz hast. Wenn nicht, dann steckst du es mir halt in den Rucksack. Ich hab Pilo gefunden. Ich hab euch beide gefunden. Hallo Pilo. Hallo Chroma. Nicht husten, das verrät unsere Position. Lass uns so schön so verraten. Bist royal. Nur wenn nicht husten, nicht husten, das verrät unsere Position. Alle meine Entchen. Okay, ja. Ihr seid nicht musikalisch veranlagt. Das war immer noch das Beste. Lass mich in Ruhe. So, dann kriegst du am Airfield rum. Alle meine Entchen. Bum, bum, bum. Die mögen nicht, dass ich singe. Das war so gemein. Verfolge ich hier. Oha. Oh, Alter. Rennst du mir da noch voll rein? Ich habe jetzt schon gedacht, jetzt sind die gebrochenen Beine angesagt. Ich gehe nach oben. Ich gehe hier unten. Bleib mal bis jetzt ein bisschen mehr los. Alter. Alle sich erschrecken, wenn ich komme. Bin ich so hässlich? Weil du immer an Orten bist, wo man dich nicht erwartet. Was ist denn das Rote jetzt gerade? Was? Wer hat die Flair Chroma? Was? Chroma hat eine Flair geworfen. Wo ist die gelandet? Da hinten. Warum leuchtet die nicht so stark? Ach, das ist eine Shamlight. Olli ist schlau. Die gibt's ja auch noch in Desert. So lange nicht mehr gesehen. Was? Pilo verpisst sich gleich wieder. Ich kenn die nicht. Pilo! Ich weiß nicht, wer ihr seid. Oh, Mann. Okay, ich geh weg. Ich weiß nicht, was die Leute immer gegen uns haben. Immer wollen sie mit uns nichts zu tun haben. Wir sind doch lieb! Ah! Oh, da ist eine Schule. Tschüss. Wir haben sich gleich wieder verdrückt, nur um die Scheiße zu bekommen. Okay, ich geh in den Supermarkt. Ich mag die Schule irgendwie. Da finde ich immer was. Ich steh auf. Wenn da was Besonderes ist, AKM-Magazin oder sowas, bringen wir es mit. I go to the school. I want to learn something about the set. Hm? Oh, hier kann ich endlich mal die Makarov loswerden und mal was anderes mitnehmen. Das ist gut. Oh, Helikopter. Du hast recht. Also schön, erstmal schön hier drinnen bleiben und nichts tun. Der ist weg. Und der ist nur vorbeigeflogen. Der ist ganz schnell weg gewesen.
da wusste, dass wir heute aufnehmen und hat sich gleich vom Acker gewarnt. So, nein, ich will nicht in der Aufnahme sterben. Das ist doch so eine Blamage, wenn ich sterbe und das aufgenommen wird. Das passiert bei diesen immer. Idioten. Ich muss sagen, der Supermarkt ist aber auch schon recht leer, komm, ne? Ja. War schon jemand drin gewesen. Ach, renn mir nicht entgegen, da muss ich da. Er wird wieder lauter. Jetzt ist er wieder weg. Hört auf zu sappern hier hinter mir. Wieder nutze ich.